Guten Morgen zusammen. Ich habe heute selber das Thema wählen, das ich darüber reden will. Und Claudia hat Lieder ausgesucht. Und das erste, was ich gesungen habe, ist «Grosser Gott, wir loben dich». Und mir ist in Sinn gekommen, 1999 waren wir an der Expo mit unseren Nachbarn. Und ich vergesse das nie mehr. Dort hat man ein bisschen Angst gehabt, weil ich nicht genau gewusst, was beim Jahreswechsel passiert mit dem Computer und allem. Auf jeden Fall haben sie jedem ein Taschenlämpchen gegeben. Und dann sind dort, ich glaube, es waren 10'000 Leute in dieser Halle gewesen, und haben zusammen «Grosser Gott, wir loben dich» gesungen. Und alle haben die Taschenlämpchen eingeschaltet gehabt. Und das ist so der Moment, wo du dort stehst und denkst, es ist so cool, Gott zu kennen. Es ist so cool, Christ zu sein. Und dann gibt es, das ist so das Thema, das mich mega beschäftigt. Wie können wir Liebe leben und Liebe erleben, wie es Jesus gemeint hat? Und was macht das mit uns und was macht das mit unserem Umfeld? Das ist etwas, das bewegt mich seit Jahren. Und darum habe ich jetzt den Vers ausgesucht. Du sollst den Herr, den Gott, lieben aus deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand und der Nächste wie dich selber. Ich weiss nicht, wie es euch geht, wenn ihr den Vers hört. Bei mir ist es so, ich finde das eigentlich recht cool. Aber manchmal ist es so, mein Glaube würde super funktionieren. Wirklich, ich hätte es so einigermaßen gebüschelt, wenn der Nächste nicht wäre. Manchmal ist es so, dass es mir so geht, dass ich denke, jetzt möchte ich lieber mal schnell einen Nächsten. Der gerade so neben mir ist, das ist jetzt gerade ein bisschen kompliziert und der versteht mich nicht und sowieso. Oder manchmal ist es so, dass ich das Gefühl habe, es ist anstrengend, Gott so zu lieben, wie es da beschrieben ist. Oder der Nächste. Oder ich habe jetzt gar keine Zeit, jetzt bin ich mit meinem Alltag beschäftigt. Oder wo bleibe ich denn, wenn ich so liebe? Was passiert mit mir? Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt da heute das erste Mal in dieser Kirche sind und keine Ahnung haben von Gott. Es ist ja nicht so, dass wir noch nie etwas über das Thema gehört haben. Und trotzdem kommt es uns manchmal so vor, als wäre Liebe ein Hochleistungssport. Und die Bibel, wenn wir Jesus anschauen, bei dem hat das irgendwie nicht so ausgesehen. Und ich frage mich dann, was ist der Unterschied? Und ich glaube, wir haben ein Kulturproblem. Ich glaube, das, was wir manchmal vergessen, ist, wo wir herkommen. Jetzt, wo Gott hat die Welt eingerichtet hat, hat er eine perfekte Schöpfung gemacht. Beziehungen haben super funktioniert. Er war im Mittelpunkt und Beziehung zu den Menschen hat gut funktioniert. Es war eine Kultur der Liebe und sie waren alle versorgt. Und was ist passiert? Gott hatte einen Gegner gehabt. Der Widersacher, Satan, der Gott aufs Blut gehasst hat. Und er hat auch die Menschen aufs Blut gehasst, weil er neidisch war, weil er eifersüchtig war. Und er hat alles daran gesetzt, um die perfekte Schöpfung kaputt zu machen. Er hat alles daran gesetzt, um den Leuten, die in der kompletten Fülle gelebt haben, zu sagen, du lebst im Mangel. Und er hat es geschafft. Er hat dem Menschen gesagt, schau, du hast ja eigentlich alles, aber von diesem Baum kannst du nicht essen, aber du musst ja jetzt von dem essen, damit du alles im Griff hast. Und der Mensch hat es gemacht. Und uns passiert das heute auch noch. Und dann passiert etwas, in dem Moment, wo wir das gemacht haben, seitdem, haben wir wie so eine Brille an. Wir leben wie in einer anderen Kultur. Wir sehen alles durch die Brille vom Mangel. Wir sehen, wir schauen um und merken, sie hat gemerkt, sie sind Blut. Und was wir manchmal vergessen, selbst wenn wir Christ sind, wir leben in dieser Kultur. Was ist passiert? Auf einmal bin ich im Mittelpunkt gestanden, weil ich bin ja jetzt für mein Glück verantwortlich war. Und dann musste ich schauen, wie viel Platz hat der Nächste in meinem Leben, weil der könnte mir ja dann schon etwas wegnehmen. Und ich habe schon gewusst, es gibt irgendwo noch Gott, aber der muss auch ein bisschen schauen, wie viel Platz das er einnimmt. Und dann muss ich ganz gut aufpassen, wenn ich in dieser Kultur lebe, was zwischen Gott und dem Nächsten passiert, weil sonst könnte ich ja unter Umständen ins Hintertreffen geraten. So, wir haben die Brille an. Und unsere Welt lebt in dem Innen. Unsere Welt versteht das so. Wenn du die Liebe aus dem Mittelpunkt rausnimmst, dann passiert das da.
weiß nicht, ob ihr es könnt, lesen wir es geht schon. Glauben, der wichtig ist, ohne Liebe macht fanatisch, zum Beispiel zunderst. Oder Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch. Oder die Wahrheit ohne Liebe macht kritiksüchtig. Und jeden Morgen, wenn wir aufwachen, wenn wir das Radio anmachen, wenn wir Fernsehen schauen, wenn wir mit Leuten reden, die Welt hier ist prägt von dieser Kultur, von diesem Mangel. Und wir sehnen uns alle zusammen extrem nach Liebe. Aber wir schnaufen jeden Tag diese Luft ein, auch als Christen. Jetzt, wenn ich mich für Gott entscheide, dann passiert etwa das Gleiche manchmal wie mir kürzlich mit der Kantonspolizei Schweiz. Wir haben einen Bus bekommen, weil wir sind schnell gefahren. Und dann habe ich die gezahlt und dann ist eine Woche später eine Mahnung gekommen. Und dann habe ich denen angerufen und dachte, kann ich der Polizei mal sagen, dass ihnen ein Fehler passiert ist. Rufe ich denen an und sie war ganz freundlich. Sie sagte, ja, der hat recht, der hat den Bus gezahlt, ist alles in Ordnung, aber... Wir sind eine Woche später am genau gleichen Ort, beim genau gleichen Blitzer, nochmals schnell gefahren und haben genau die gleiche Busse bekommen. So. Und so geht es uns als Christen. Wir haben manchmal das Gefühl, jetzt kommt das himmlische Polizeikommando und tut einen Blitzer in mein Leben. Und dann von dort an tut er alles dokumentieren, was ich mache. Und wenn ich eine Übertretung mache, dann muss ich einen Bus zahlen. Und dann strengst du dich an und du machst das und du schaffst es und du gibst es ab und dann sagt er, ja, aber es ist schon die nächste Bus offen und du hast es gar nicht gemerkt. Und ich habe das Gefühl, und manchmal bekommen wir das Gefühl, trotzdem, dass wir im Kopf wissen, dass es eigentlich nicht so ist, haben wir manchmal das Gefühl, es geht darum, was ich tue für den Nächsten und für Gott, damit ich geliebt werde. Und das kommt manchmal so das Gefühl auf, eigentlich bin ich Gott ja ein bisschen gleich. Eigentlich geht es ihm darum, dass ich funktioniere, dass er die Rollen einnimmt, die er mir gibt, dass ich in Rasten passe, dass ich nicht zu viel geblitzt werde. Und meine Wünsche und das, was mir wichtig ist, meine Sehnsucht, sind so im Grossen und Ganzen vom Weltgeschehen eigentlich relativ unwichtig. Und wenn ich in dieser Haltung bin, auch als Christ, als gläubiger Christ, den Gott eigentlich kennt, dann habe ich die Brille an. Und was passiert? Ich schaue auf mich selber mit dieser Brille. Und das, was ich sehe, ist, ich länge nicht. Meine Umstände sind hoffnungslos. Es ist jetzt einfach mega schwierig. Und es passiert selbst das. Weil diese Brille ist immer die Sicht von dem Widersacher, wie er uns sieht. Aber es ist nicht die Wahrheit. Jetzt ist ja Jesus gleich gegangen. Es war ja nicht so, dass Gott und Jesus und der Heilige Geist gefunden haben, nachdem das Paradies, dass der Mensch aus dem Paradies rausgekommen ist, jetzt ist alles verloren. Sondern sie haben von Anfang an gewusst, wir geben nicht auf. Wir wollen die Menschen sind uns und wir lieben sie von Herzen. Jetzt musst du dir das mal vorstellen, du hast Gott, der als Person Liebe ist. Das ist seine Essenz, das ist seine DNA. Und du hast als Planet, als Menschheit Leute, wo DNA-Mangel ist. Jetzt, wie bringst du jemandem bei, was Liebe ist, wenn wir von unserer DNA her irgendwie gar nicht begreifen können, was Liebe ist? Wir wünschen uns Liebe und wir sehnen uns Liebe, aber manchmal das tiefste innen, weil wir manchmal so durchdrängt sind durch den Mangel, fällt es uns extrem schwierig, das wahrzunehmen. Und was macht Jesus? Ich bin mal schauen, wo der Vers vorkommt. Und der Vers, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, kommt 8-mal in der Bibel vor. Einmal im Alten Testament. Nachdem das Volk Israel dies aus der Sklaverei befreit und in die Wüste bringt, und der gibt ihnen ein Gesetz und er lehrt sie, wie heilig leben, und in diesem Kapitel kommt das vor. Und jetzt wissen wir ja alle, Liebe kannst du gesetzlich nicht verordnen. Wenn du Liebe gesetzlich verordnest, ist es nicht mehr Liebe, dann ist es Zwang. Warum gibt es das Gesetz? Und im Kopf habe ich das schon begriffen, aber letztens ist mir das mega bewusst worden an dem Kindergeburtstag von der Nora. Nora ist 6 geworden.
Und sie hat sich seit einem Jahr ungefähr auf diesen Tag gefreut, dass sie 6 wird. Und ihrem Kinski macht sie das mega herzig. Sie werden abgeholt mit dem Leiterwagen vom ganzen Kinski. Und sie ist gefeiert worden und hat Geschenke bekommen. Und sie ist fast geplatzt vor Freude. Und den Tag später haben wir am Nachmittag Kindergeburtstag gehabt und sie hat ihre Kollegen eingeladen und sie sind alles mega coole Freunde und sie hat noch mehr Geschenke bekommen. Und super war bis zu dem Zeitpunkt, wo es den Kuchen gegeben hat. Jetzt hat es aus dem Kuchen hat es so Verzierung gehabt, so Smarties und so Tierli. Und in dem Zustand von der absoluten Fülle, wo sie drinnen war, war auf einmal die grösste Sorge, sie bekommt zu wenig von dieser Dekoration ab. Jetzt, ich weiss, Nora ist 16, das gehört in das Alter. Aber wenn du zuschaust und merkst, was passiert, wenn du in diesen Zustand hineinkommst, dass du den Mangel nur noch siehst und die Fülle nicht mehr, dann bist du ein bisschen verloren. Es macht den Tag kaputt. Und unsere Reaktion mit unserer alten Kultur ist, du würdest jetzt dem Menschen auch sagen, jetzt bist du doch endlich zufrieden. Und das ist genau so eine Haltung von Mangel. Jetzt gib dich zufrieden mit dem, was du hast. Jetzt, wie kannst du jemandem Dankbarkeit lehren? Du kannst ihr nicht sagen, du musst jetzt einfach dankbar sein. Aber du kannst mit ihr das Gesetz vom Teilen lehren. Du kannst so den Hang nehmen und sagen, schau Nora, wenn du jetzt teilst, jetzt tu doch die Sachen verteilen, schau, es hat genug für alle. Dann findet sie das am Anfang nicht lässig. Aber je mehr, dass du das machst mit ihr, je mehr, dass sie teilt, desto mehr merkt sie, eigentlich werde ich gar nicht ärmer. Eigentlich reicht es für alle. Und wenn alle sich in die Freiheit kommen vom Teilen, dann haben alle mehr. Und das hat Gott gemacht mit dem Gesetz. Er hat ein Volk gehabt von Sklaven, die unterdrückt wurden, die in Streit gelebt haben. Und wenn du einem Volk, das nicht weiss, was Frieden ist, wo Liebe beibringen, dann machst du zuerst wie eine Art gesetzlichen Rahmen und sagst, schau, wenn ihr diese Gesetze einhaltet, dann macht ihr euch nicht noch mehr kaputt, dann tut ihr euch nicht noch mehr verletzen, sondern ihr lebt mal, was Frieden und was Ruhe ist. Ihr könnt zur Ruhe kommen. Und dann könnt ihr lernen, Liebe leben. Und der hat aber gewusst, das reicht nicht. Und Jesus hat gewusst, wenn wir ihn lernen sollen, lieben, dann müssen wir lernen, ihm vertrauen. Und wenn du jemandem vertrauen willst, musst du ihn lernen kennen. Und wenn du jemanden lernen kennen willst, dann musst du dich aufmachen. Und Jesus ist nicht gekommen und gesagt, so, jetzt müsst ihr euch einfach aufmachen, dass ihr mich lieben könnt. Sondern er hat gewusst, wenn er kommt als Liebe auf die Welt, dann macht er sich auf. Er hat sich uns gegenüber komplett aufgemacht, damit wir mit ihm Zeit verbringen können, damit die Leute mit ihm können, am Tisch hückeln, damit sie Liebe haben erfahren, dass sie erfahren haben, wie es ist, wenn jemand dich anlenkt, wenn du krank bist und du gesund wirst. Er hat sie in Arm genommen. Und er wusste, wenn er sich uns auftut, dann kostet es ihn das Leben. Und interessant ist, es gibt 4 Verse, wo Jesus über diesen Vers redet. Das sind 4 Kapitel oder Situationen, wo er über diesen Vers redet. Und die 2 davon, in Matthäus 22 und Markus 12, ist ein Streitgespräch zwischen den Pharisäern und Jesus. Und jetzt musst du dir vorstellen, die Pharisäer sind die geistlichen Leiter vom Volk. Und ihre Aufgabe ist eigentlich, dass sie Gott vorstellen am Volk, dass das Volk Gott lernen kann. Jetzt, was aber die Pharisäer machen, und das passiert uns als Christen hier auch, ist, das ist, wenn du aus dem Mangel von unserer Welt lebst, du merkst, die Kultur von dieser Welt, die führt dich tot, die hilft dir nicht weiter. Und was du machst, ist, du machst Religion, weil du suchst einen Weg, um dich selber zu retten. Du suchst einen Weg, zum leisten, damit du dich selber aus dem Dreck kannst ziehen. Und das ist der Weg der Pharisäer. Und jetzt ist Jesus der Weg der Liebe. Und zu der Liebe kannst du nur Beziehung haben. Die Liebe, der Glaube, wie es Jesus meint, funktioniert nur über eine Beziehung. Und jetzt passiert das, was da mit den Pharisäern passiert, es gibt einen Knall. Die zwei Prinzipien, die stoßen gewalttätig aufeinander. Und das ist das, was wir immer wieder in unserem Herzen spüren. Wenn wir es selber schaffen und die Beziehung aufeinander aufprallen. Weil Jesus sagt, schau, dieser Weg, der funktioniert nicht. Die dritte Situation, wo er darüber redet, ist mit dem reichen jungen Mann,
der zu ihm kommt und sagt, was muss ich machen, damit ich in den Himmel komme. Und Jesus sagt, habt das Gesetz. Und ich finde das recht mutig. Der Jüngling sagt, ja, das habe ich alles gemacht. Ich liebe den Nächsten wie mich selber. Und Jesus sagt, also dann gibst du dein Reichtum den Armen und folgst mir nachher. Das Ding. Und er hat es nicht können. Und die Jünger waren bestürzt. Und dann, in der vierten Situation, fragt einer dann, wer ist mein Nächster? Von den Pharisäern, die er in ein Streitgespräch verwickelt. Und bei diesen drei Mal, wo die Pharisäer Jesus die Frage gestellt haben, ist es immer darum gegangen, einen Weg zu suchen, für Jesus umzubringen. Also die Religion hat zwanghaft einen Weg gesucht, für die Rettung abzumurksen. Und er braucht die Geschichte vom barmherzigen Samariter, erzählt von dem Mann, der von Jerusalem nach Jericho geht, überfallen wird, halb tot am Strassenrand, bleibt liegen. Zwei von seinen Landsleuten laufen an ihm vorbei und sehen ihn nicht. Und der Samariter, den er selber als Jude verachtet, sieht ihn, verpflegt ihn, tut auf einen Esel und bringt ihn in die Herberge. Und das, was wir alle brauchen, immer wieder, ist, wenn wir in diesem Clinch stehen, von diesen zwei Gesetzen aufeinander aufeinandertreffen, wir schaffen es nicht. Das ist auch die Antwort, die Jesus den Jüngern gegeben hat, die ihn gefragt hat, wie kommt denn jemand überhaupt in den Himmel? Sagt er, schau, du als Mensch schaffst es nicht, aber Gott kann es. Und was er macht in dem Moment, wo er kommt, ist, er nimmt uns die Brillen ab. Weil wenn wir die Geschichte, die vom Jüngling und die vom Samariter mit diesen Brillen anschauen, dann sehen wir nur, was wir machen müssen und was wir können und nicht können. Und dass wir eigentlich ein bisschen arm dran sind. Dann kommt Gott und nimmt die Brillen ab und sagt, schau, jetzt schauen wir das an. Wer ist der reiche junge Mann, der alles aufgegeben hat, der alle Reichtum hatte und der ist auf die Erde gekommen, damit die nichts haben, die arm sind, das Leben haben? Das bin ich. Ich war das. Und wer ist der Samariter, der dich auflässt am Strassenrand? Das bin ich. Und wenn wir mit diesen Augen, wenn wir mit diesen Augen das Gleichnis vom Samariter anschauen, dann blaset es mir noch mal fast den Kopf weg, wenn du die Details anschaust, was dann dabei rauskommt. Der Mann war unterwegs von Jerusalem nach Jericho. Das sind die jüngeren zwei blauen Pünktchen. Und das ist auch noch spannend. Jerusalem hat in der damaligen Zeit als die Ortschaft vom Tempel gegolten, dort, wo Gott gewohnt hat. Und der Mann da ist unterwegs von dem Ort, wo Gott wohnt, in die Gegenrichtung. So, das passiert ja manchmal auch, dass wir ein bisschen von Gott weggehen. Und dann wird er überfallen. Und dann wird er ausgeraubt von Räubern. Und immer dann, wenn wir von Gott weg unterwegs sind, in unseren eigenen Vorstellungen, wenn wir versuchen, auf eigene Kraft das zu bekommen, was wir wollen, werden wir ausgeraubt. Durch Menschen, durch Situationen, durch Sachen, durch Umstände, wo wir unsere Hoffnung daran hängen und am Schluss liegen wir da und wir liegen am Boden. Hilflos kapituliert, weil wir schnallen, wir können nichts tun. All das, was wir unsere Hoffnung darauf gesetzt haben, funktioniert nicht. Und dann liegen wir dort und es geht einfach nicht weiter. Und wenn wir dort liegen, die Religion zieht an uns vorbei. Es ist noch spannend, die ersten zwei Menschen werden, der eine ist der jüdische Priester und der andere ist der Tempeldiener, der an ihm vorbeizieht und ihn nicht sieht. Und die werden beide über ihren Job beschrieben, über das, was sie machen, über ihr Amt. Und der Samariter, der sieht ihn nachher. Und warum ich die Karte gesucht habe, finde ich mega spannend. Weil der Samarier ist der oberste Punkt in der Mitte. Und der Grund, warum die Juden die Samariter gehasst haben, ist der, Israel war ja mal ein Land. Und dann haben sie sich aufgeteilt in Norden und in Süden. Und das Nordreich hat Samaria als Hauptstadt gehabt und das Südreich, das ist Juda, hat Jerusalem als Hauptstadt gehabt. Und das Nordreich war das Reich, das am ersten sich mit den Heiden eingelassen hat und Könige gehabt, die nicht nach Gott gefragt haben. Und es hat sich wie aufgelöst. Und darum haben die Juden die Samariter verachtet, weil sie das Gefühl haben, sie seien besser.
Und die Verachtung ist so weit gegangen, dass wenn ein Jude von Jerusalem aufheben müssen nach Galiläa zum See Genezareth, der ganz zuoberst ist, statt dass er durch Samaria gegangen wäre, was der direkte Weg wäre, ist er lieber runter das Loch ab bei Jordan, ist einmal über den Jordan, ist auf der anderen Seite hochgelaufen und nochmal über den Jordan, für das er ja nicht der Tür hat müssen. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich kenne das schon auch, dass ich manchmal mega viel Energie aufwenden kann, um jetzt einen Weg zu gehen, den ich weiss, dass ich jetzt will und vielleicht jetzt nicht unbedingt den, den ich denke, dass Jesus von mir will. Das habe ich schon noch spannend gefunden. Und jetzt liegst du dort und du weißt, dass du, obwohl du ihn kennst, ihn verletzt hast oder ihm ausgewichen bist und er kommt und er sieht dich. Und er hört dich und er nimmt dich in die Arme. Und das, was ich so faszinierend finde, die ersten zwei sind ja nebendurch gelaufen, weil sie etwas vorgehabt haben. Und Jesus sieht dich und er ändert den Lauf der Geschichte, für einen Umweg zu machen zu dir. Und er nimmt dich und er wischt die Wunden aus mit Wein und Öl. Ich bin jetzt kein Koryphä in der Wundversorgung. Aber für mich ist jetzt Wein und Öl jetzt nicht unbedingt das erste Mittel, das ich gewählt habe, um eine Wunde zu versorgen. Und dann bin ich das gegoogelt und das ist also tatsächlich so. Man hat das gebraucht, bei den Ägyptern und so hat man das schon gebraucht, um die Wunden auszuwaschen. Und sogar der Cäsar hat seinen Truppen, seinen Soldaten pro Tag den Krieger 1 Liter Wein verordnet, damit sie keine Darmkrankheiten bekommen und dass sie ihre Stimmung nicht absackt. Und bei uns hat ja Wein und Öl noch ganz eine spezielle Bedeutung. Wein als Zeichen vom Blut, das unsere Infektion abwischt. Die Infektion von der Sünde, vom Tod. Und dann das Öl als Zeichen von der Einsetzung ins neue Königreich. Er hat immer Öl gebraucht, für Könige zu salben. Und in diesem Moment bist du versiegelt in das Neue, in die neue Ordnung. Du bist zurückversiegelt in die Ordnung der Liebe. Und dann nimmt er ihn auf den Esel, bringt ihn in die Herberge. Und wer ist bei uns in der Herberge, der Gastwirt? Das ist der Heilige Geist. Er ist der, der uns tröstet, wenn wir Schiffbruch erlitten haben. Und er ist der, der uns hilft, uns in der neuen Kultur zurechtzufinden. Weil das musst du wirklich zuerst lernen. Und dann gibt ihn Jesus, also der Samariter sagt in der Herberge, tu gut für ihn sorgen. Die Herberge ist auch der Ort, wo du selbst Sorge abgeben kannst. Weil der Heilige Geist für dich sorgt. Und dann geht Jesus weg. Respektive dann geht der Samariter weg. Ich habe das immer ein bisschen speziell gefunden. Jetzt nimmt er den Kranken, verpflegt ihn, bringt ihn ins Gasthaus und dann heisst es, schau du für ihn. Das ist ein bisschen billig. Und dann einfach abgeschüffelt. Aber warum hat Jesus müssen gehen? Es ist auch noch spannend, er hat gezahlt, hat er ihm 2 Denar am Wirt. Und wenn ich lese, ist 1 Denar ist 1 Tagessatz, den ein Taglöhner bekommen hat. 1 Denar hat man zu dieser Zeit gebraucht, für eine Familie einen Tag zu ernähren. Und er gibt ihm 2 und er ist weggegangen. Jesus ist auch weggegangen. Er ist ans Kreuz gegangen, ist 2 Tage da gewesen, und am 3. Tag ist er zurück und hat den kompletten Preis gezahlt. Und er sagt dann mit, wenn ich zurückkomme, zahle ich den Rest, was es braucht. Er hat dich freigekauft an diesem Moment. So, jetzt machen wir einen kurzen Kulturwechsel. Das hat er ganz lange zugelassen. Ich zeige euch ein kleines Filmchen von Thailand. Das ist eine alte Werbung von Thailand. Mal schauen, ob es funktioniert. Genau. Kannst du auf die Folie gehen mit dem Schild, mit der Herberge? Genau.
So, was passiert in der Herberge? Du kannst mal durchschnaufen. Weil es ist anstrengend in dieser anderen Kultur, in der wir drin sind. Du musst dich zusammenreißen. Du darfst nicht Schwäche zeigen. Du kannst mal durchschnaufen, weil du weißt, du bist angenommen, wie du bist. Egal, ob jetzt das Röckchen passt oder nicht. Und jetzt, ich habe mir das schon vorgestellt, der ist jetzt dort auf der Strecke geblieben, der verletzt. Und dann ist er in diesem Gasthof vielleicht aufgewacht, weil er im Koma war. Ich stelle mir das so vor bei uns. Wir liegen im Bett, wir wachen auf, ein wunderschönes Hotelzimmer. Es fühlt sich gut an, es tut uns nicht mehr so viel weh. Und du schaust um und dann steht der Heilige Geist neben deinem Bett. Er sagt so, schön bist du jetzt erwacht. Weißt du, wir haben dich operiert. Wir haben dein harte Herz rausgenommen. Wenn du das nachlesen willst, wie das funktioniert, hast du das Handbuch im Nachttisch und dort ist der Vers Hesekiel 36, 26. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Zuerst haben wir dein Herz austauschen. Und dann haben wir die anderen Organe auch noch austauschen, damit du wieder richtig schnaufen und Nieren funktionieren und alles so. Und die Zellen haben wir auch erneuert, alle zusammen. Und wir haben dir einen Bypass gelegt. Und zwar ist jetzt deine Ordnung wieder neu eingerichtet im Körper. Die Liebe ist jetzt wieder im Mittelpunkt. Und du bist jetzt versorgt. Du bist angeschlossen. Und das kann niemand mehr wegnehmen. Du bist angeschlossen. Und von dort kommt deine Versorgung. Du bist jetzt wieder fein, geliebt zu werden. Und weißt du, manchmal hast du vorher ein bisschen versucht, im Kopf erfahren, wie Liebe geht. Aber das funktioniert nicht so gut. Das musst du manchmal wirklich spüren und erfahren und essen und schmecken. Und das kannst du jetzt wieder. Wir haben auch deine Brille wegoperiert. Die war schon ein bisschen angewachsen. Und jetzt siehst du in Farbe. Das ist Hoffnung. Vorher hast du schwarz-weiß gesehen. Das war ein bisschen trostlos. Und deine Ohren haben wir austauscht. Die sind jetzt fähig, die Frequenz vom Königreich zu hören. Du kannst Gottes Stimme jetzt viel klarer hören. Das war vorher schon möglich, aber es hatte auch ein bisschen Störsendungen drin. Und ein neues Hirn hast du auch. Weil du musst neu lernen zu denken. Du denkst noch wie die alte Kultur und jetzt musst du neu lernen zu denken. Das tun wir jetzt zusammen üben. Und wenn du dich fragst, wie du das sollst zahlen und ob deine Krankenkasse lenkt, dann musst du dir keine Sorgen machen. Du hast ein neues Erbe. Du bist komplett versorgt. Du hast eine neue königliche Krankenkasse mit sämtlichen Zusatzversicherungen. Du hast eine neue Identität. Du hast eine Familie, die viel grösser ist geworden. Du hast Autorität. Du kannst heute etwas bewegen. Und du hast auch noch neue Kleider bekommen, dass das etwas besser zusammenpasst. Und du bist hier in der himmlischen Rehabilitationsklinik. Vorher bist du mit Krücken durch dein Leben gegangen. Und jetzt musst du lernen, wie das geht ohne Krücken. Weißt, vorher hast du existiert und jetzt tust du leben. Das ist nicht das Gleiche. Und jetzt arbeiten wir zusammen an deinen Beziehungen, an deinen Sinn, dass du wieder lernst, das Himmelreich zu sehen. Wir arbeiten an deinen Umständen, an deinem Körper, an deiner Seele und an deinem Denken. Und ich bin jetzt dein Therapeut und die Personal Trainer. Das ist so die neue Ordnung. Und ich möchte an dieser Stelle kurz etwas sagen. Ich weiss, es gibt Momente, da magst du einfach nicht. Es gibt Momente, wo das Leben dir zuspielt und du bist krank oder du hast Umstände, wo einfach, es geht irgendwie weder für dich, nur rückwärts. Und ich glaube, eine der wichtigsten Lektionen, die ich in der letzten Zeit gelernt habe, ist die, wenn du in diesem Moment drin bist, dann halt dich daran fest, dass er dich auf den Esel auftut. Und wenn du verletzt bist und du bist auf dem Esel, dann schüttelt es dich durch, dann tut es dir im ersten Moment mehr weh, bis du in der Herberge bist. Aber er hat dich im Griff und du musst nichts machen. Du kannst dich einfach an diesem Wissen festhalten, du liegst nicht mehr an diesem Strassenrand, sondern du bist jetzt auf diesem Esel oben. Und was ich auch nicht sagen für all die, die in dieser Situation sind, ist, was ich nicht sagen will, und das wäre die alte Kultur, du musst halt ein bisschen mehr glauben und dich ein bisschen mehr anstrengen, dann geht es schon. Das meine ich nicht. Aber wenn wir in die neue Kultur hineinkommen, dann haben wir eine von den ersten und von den wichtigsten Lektionen, die es gilt, zum Lehren ist, ich darf entscheiden. Im Sinn von, ich weiss, weil er mir gesagt hat, ich bin geliebt, ich bin versorgt, so wie es da ist. Und er füllt mich mit dieser Liebe. Und meine Entscheidung, die ich treffen kann, ist,
dass ich jeden Tag schaue, wie er mich fühlt. Ich muss nicht machen, dass er mich fühlt, aber ich kann Ausschau halten, wie er mich fühlt. Und das ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die ich dürfen oder müssen lernen. Es geht wiederum, die Bibel aufzutun und die Brille wegzulegen. Und am ersten Moment, wenn du die Bibel liest, du wirst alles durch die alte Brille sehen. Von der Leistung. Und dann gibt es manchmal einen Vers oder einen Menschen, der dir begegnet, oder eine Situation, die dein Herz schlägt. Wo du merkst, jetzt ist Leben. Und das haltest du fest. Und für das sagst du ihm Danke. Und dann fängt es an zu laufen. Und das sind dann immer wie mehr Momente, die zusammenkommen. Und manchmal ist das ganz lange nur ein Moment. Aber die Entscheidung, die kannst du treffen. Und der zweite, genauso wichtige Punkt ist, du lernst, dass manchmal ist Fülle oder Versorgung schwierig zu sehen. Aber was du kannst lernen, ist Gunst. Also ein Zeichen von Versorgung von Gott ist Gunst. Und Gunst ist, wenn du auf einmal sich Sachen auflösen, die vorher ganz schwierig waren. Oder wenn du irgendwie in einen Laden gehst und triffst jemanden wie ein Fremdes und der bringt dir Freundlichkeit entgegen. Oder du musst auf einmal lachen, weil du eine Situationskomik hast. Wenn es so Momente gibt, wo du merkst, jetzt siehst du, dass etwas anderes ist wie vorher. Das ist Gunst. Und wenn du lernst, in dem allem innen die festzuhalten, dann werden die grösser werden. Und du bist mehr und mehr fähig, seine Versorgung zu sehen. Weil im ersten Moment wirst du immer noch durch die alte Brille sehen, wer dir nicht gut tut, wer dich falsch versteht, wer dich nicht gern hat. Und wenn du lernst, Gunst zu sehen, dann kannst du das besser festhalten und wachsen in dem innen. Und du lernst, dass der Nächste auch angeschlossen ist. Und du lernst, die Herberge ist der ideale Ort, für deine Nächsten abzugeben. Du musst dich nicht auch auf die Esel aufladen. Du kannst dich auch dort abgeben. Und du merkst, dass dir der Nächste nichts wegnimmt und auch all die anderen Nächsten nehmen dir nichts weg. Weil die sind ja alle versorgt. Und was dann nachher das Faszinierende ist, ist das Prinzip vom Teilen. Du merkst auf einmal, das ist ein riesen Fluss, der da hin und her geht und du profitierst von jedem, der angeschlossen ist ans Himmelreich. Er hat dich wunderbar gemacht und er hat Grosses mit dir vor. Und ich möchte dich einfach Mut machen und Freude machen und mit Hoffnung in die Woche schicken, dass ihr einfach an diesem Vers festhaltet und schaut, wo bin ich versorgt und welche Entscheidung kann ich treffen, dass die Versorgung zunimmt. Diese Woche beim Vorbereiten als Schlusspunkt von meiner Predigt war es so, dass als ich diesen Vers gewählt habe, hat es ganz viele Momente gegeben, ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt nicht unbedingt prädestiniert, für über das Thema da vorne zu reden. Aber einen Moment hat es gegeben, da war ich mit dem Kinderwagen voraus unterwegs gewesen, mit der Diara drinnen und den Hund nebenzusuchen. Auf dem Feldweg bei uns, dort ist einmal weit und breit niemand und es hat so viel Schnee gehabt, und ich war dort am Laufen gewesen. Und dann rede ich manchmal laut mit Gott, weil es mir dann einfacher fällt. Ich war dort am Laufen gewesen, und dann hat es weiter vor irgendwie 40 Meter neben dem Weg gewesen, sie im Holzen gewesen. Und ich schlafe so beschwingt und ich stehe auf dem Schnee und es nimmt mich wirklich so unter aus in den Spagat und ich drücke auf den Kinderwagen, die Jahre steht senkrecht. Drin hat es zum Glück nicht rausgekommen und der Hund schaut mich an, als hätte ich eins an der Waffel. Und ich musste so lachen an mir selber, einfach, weil es einfach lustig war. Und noch vor nicht so langer Zeit, es wäre mir so peinlich und ich habe es so lustig gefunden. Ich musste lachen und ich denke, ich habe mit meinem Nächsten, der am Holzhack war, habe ich eine kleine Freude gemacht. Aber gang raus, wie es der Foppi gesagt hat, und lieb die Nächsten, weil du weißt, du bist geliebt. Der Nächste liebe wie dich selber, weil du weißt, du bist geliebt. Und wenn es gerade schwerfällt, den Nächsten zu lieben, dann gehst du wieder zurück und schaust, wie sehr du geliebt bist. Und Jesus sagt, ich bin die Liebe und ich tue dir nichts Böses. Und ich bin für dich die Erfüllung des Gesetzes. In dem Weise rauszugehen. Wenn es jemand interessiert noch und mehr über das wissen will, es gibt eine gute Predigt online von Johannes Hartl, die «Gönn dir» heisst, wenn ihr dort noch ein bisschen weiter drinnen bleiben.
Ich tue noch zum Schluss beten. Vater, ich danke dir von Herzen, dass du uns einfach gern hast. Dass wir einfach wissen dürfen, du machst immer den ersten Schritt. Du bist immer der, der zuerst auf uns zukommt. Du bist immer der, der uns erlöst von dem, was uns nicht frei macht. Und ich danke dir, dass du jeden da innen wunderbar gemacht hast und dass du gute Absichten hast und dass es dir mindestens so dran gelegen ist wie uns, dass unsere Wünsche und Lebenspläne in Erfüllung gehen, weil du hast die in uns hingelegt. Und ich danke dir, dass wir dürfen gemeint sein, wo wirklich eine Vorwärtsbewegung drin ist, wo wir wirklich miteinander vorwärts gehen, wo wir wirklich auch immer mehr und mehr fähig sind, Liebe zu empfangen und auch Liebe zu geben. Und ich danke dir, dass ich da Teil davon bin. Du darfst jeden segnen, wenn er jetzt rausgeht, dass er dich ganz vielen Orten entdecken darf. Amen.